damit Deutschland den Deutschen gehört. Der Nationalrat der Nationalen Front des demokratischen Deutschland und ehemalige Fremdenlegionäre senden an die Deutschen in der Fremdenlegion folgenden Funkspruch. Landsleute, unter Ausnutzung eurer Notlage als Kriegsgefangene wurden viele von euch in die Fremdenlegion gepresst. Andere unter euch wurden in den letzten Jahren mit Duldung und Hilfe der Adenauer-Regierung aus Westdeutschland in die Fremdenlegion verschleppt. Den Rest des Aufrufes von 1951, die männliche Stimme ist übrigens nicht die von Ernst Busch, in dem sich deutsche DDR-Linke an deutsche Fremdenlegionäre heranschmeißen, damit diese den Kampf in Vietnam gegen die Adenauer-Imperialisten führen sollten, ersparen wir uns. Ganz am Anfang aber hörten sie die Losung, damit Deutschland den Deutschen gehört, und dachten sich wahrscheinlich jetzt, hoppla, hören wir Wehrmachtslieder oder so? Nein, nein, das war die Nachkriegsvariante des Roten Weddings von Ernst Busch. Wir kommen gleich darauf zurück. Fakt ist, dass die Antifa respektive die Linke nach eigener Logik am besten sich selbst massakriert, wenn sie den Schluss zieht, den sie wohl in Korbach plakatiert. Zumal für sie ja Nazis in Anführungszeichen zu verstehen sind, da dazu auch Leute gehören, die Sarrazins Thesen für diskutabel und zum Beispiel Multikulti für das Gegenteil eines zivilisationsfördernden Vorgangs halten. Da nämlich in Korbach stehen in gleicher Papier und Machart drei Aufkleber, die einen Tötungsaufruf beinhalten, auf den Adressaten verweisen und Parteiwerbung machen. Den hiesigen Medien ist das scheinbar Schnurz und Gysi findet sowieso alle Ballaballa, die weiterhin die Linke vom Verfassungsschutz beobachten lassen möchten. Was also machen die Leute, wenn sie nicht die echte SA und deckungsgleich mit jenen sind, die sie angeblich bekämpfen? Darauf komme ich noch mit einem Brecht-Text zurück. Würden sie heute auch den KPD-Führer Ernst Thälmann verfolgen, der da schrieb, mein Volk, dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk und meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation, eine ritterliche, stolze und harte Nation. Würde ich gar nicht so formulieren. Die Antifa aber zum Beispiel müsste eigentlich sich selbst bekämpfen, wenn sie die Lieder ihres scheinbar eigenen Milieus hört. Aber diese Linke hat mit der damaligen so viel zu tun wie... Schauen Sie mal. Hier ist ein Fliegenschiss auf diesem Blatt. So viel hat sie ungefähr damit zu tun. Aber zurück zu Ernst Busch, der vielleicht schönsten Stimme des Erdballs. Ja, gewiss. Für mich jedenfalls vor allem die intelligenteste, will sagen, adäquat interpretierende. Sie ist klar, da wird nicht geknödelt, da wird nicht genuschelt, da wird die deutsche Sprache perfekt gehandhabt und ja, selten getaubert. Hören wir die Strophe mit dem Deutschland den deutschen Passus einmal rot und ganz. Der Wedding kommt wieder, Berlin bleibt rot, damit Deutschland den Deutschen gehört. Roter Wedding, grüßt euch Genossen. Ernst Busch ist der Sänger der Arbeiterbewegung, geboren 1900 in Kiel, gestorben in geistiger Umnachtung 1980 in der Psychiatrie von Bernburg, Saale. Hier in der alten Biografie von Busch aus den 80er Jahren wird Konrad Wolf, der Bruder von Markus, in seiner Trauerrede zitiert. Und man muss sich übrigens das Bild mal anschauen, wer da alles zugegen ist. Natürlich Margot und Erich Honecker, Schalk Golodkowski und Günter Gauss, Konrad Wolf, Hermann Axen und viele andere. Das war halt ein Staatsakt, als er 1980 begraben wurde, im Berliner Ensemble abgehalten. Markus Wolf hat dort also gesagt, vor 2 Jahren etwa zog er sich in sein Haus, seinen Garten, zu seiner Familie zurück. Wie idyllisch. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Denn da stimmte alles gar nicht, weil nicht sein durfte, was tatsächlich war. Und diese letzte und bisher kaum bekannte Station von Busch
nach dem bis heute übrigens die bedeutendste Schauspielschule Deutschlands benannt ist, hat verdienstvollerweise der Autor Jochen Voigt in seiner jüngst erschienenen Buschbiografie Erröte an den Schlaf der Welt recherchiert. Tolles Buch, sehr zu empfehlen. Ich komme sogleich darauf zurück. Aber national und kommunistisch, geht das eigentlich? Naja, es war sogar die Hauptströmung in der Linken und Brecht wusste, dass auch der radikale Wechsel nicht weit unmöglich war, wie man im Brecht-Song vom SA-Mann hören kann. Ich wollte nach links marschieren, nach rechts marschierte. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Es gab auch mal einen bekannten Reichswehrleutnant, nämlich Richard Scheringer, der 1932 von der NSDAP zur KPD überging. Und später war er auch noch DKP-Abgeordneter. 1984 bin ich ihm mal auf dem UZ-Pressefest begegnet und er hat mir seine Biografie signiert. Nur auf die Minute kommt es immer an. Manchmal hängt das Schicksal eines Volkes dran. Darum überlebt nicht nur und geht auch ran. Denn auf die Minute kommt es immer an. Es gab zu dieser Zeit quasi nur zwei Richtungen und ihre Wahl war gerade so, als wenn man heute zwischen den Volksparteien wählt. Jochen Voigt schildert aus einer frühen Phase des Buschlebens eine interessante Anekdote. Aus dem Jahre 1923. 3 Monate hält sich Busch mit seinen Freunden Karl Martens und Walter Poller in dem Land auf, wo noch keine Zitronen, dafür aber die ersten Anzeichen der faschistischen Diktatur blühen in Italien. Mussolini ist soeben an die Macht gekommen. Bei seinem Zwischenstopp in Rom hört Busch erstmals die Hymne der Fasci, die schmissige Giovinezza, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Als er am Bahnhof von Neapel ankommt, warten Kalli und Walter bereits ungeduldig auf ihn. Schließlich ist Busch als finanzieller Unterstützer eingeplant. Und es heißt dann, neben deutschem Liedgut, so haben sie sich da durchs Leben geschlagen, indem sie einige Lieder dort unten vorgetragen haben, sind es italienische Canzoni wie Santa Lucia und die Giovinezza, mit denen sie hausieren gehen. Den Text interpretieren sie angeblich frei. Statt den Faschismo preisen sie den Sozialismo. Heimat, deine Wälder füllen meinen Traum. Bergsee, Stoppelfelder, Mühlbach, Tannenbaum. Heimat, deine Nähe, ahn ich jede Stund, wo ich weil und wandle auf dem Erdenrund, auf dem Erdenrund. Heimat, all dein Ringen, Heimat, all dein Ringen, altes Leid versöhnt. Der Nationalkommunismus bereitete mir immer viele Kopfzerbrechen. Heute sehe ich ein paar Bestandteile etwas sanfter zu seiner speziellen Variante, dem Anti-Amerikanismus, besser dem abgelehnten Way of Life, kommen wir später. Immerhin wusste die Linke damals noch, dass es Völker gibt und der Bezugsrahmen sich aus der Aufklärung der deutschen Klassik plus weitere moderne Ideen und so weiter zusammensetzt und nicht aus dieser ganzen grünlich-grauen Soße von Esoterik, Homöopathie und Religionsersetzen. Doch zurück zur Musik. Schon früher, zum Beispiel im Spanischen Bürgerkrieg, waren die Bezüge eindeutig. Und dauert auch noch 7 Jahre, dass wir im Kampfe stehen. Ein jeder Krieg wird einmal gar. Wir werden Deutschland wiedersehen. Dann ziehen wir zum deutschen Tor mit Affaremo sein. Was übrig bleibt vom Hakenkreuz, versenken wir dem Vaterrhein. Nach dem Krieg wurden die Sorgen um Deutschland nicht geringer
Und Volkslieder sollte es schon geben. Viele der alten, aber vor allem auch neue. Es sind die alten Weisen, die neuen uns erstehen. Und die im Wind, dem leisen, von fern herüberwehen. Heimat, meine Traue, Land im Dämmerschein. Himmel, du mein Blauer, du mein Fröhlichsein. Einmal wird es heißen, als ich war verbannt, hab ich dich zu preisen, dir ein Lied gesang. Warum dich zu einen, dir ein Lied geweiht und mit dir zu weinen in der Dunkelheit. Himmel schien ein blauer, Friede kehrte ein. Deutschland, meine Trauer, du mein Fröhlichsein. Die USA-Kritik erfolgte lustigerweise immer mit einer Adaption des amerikanischen Sounds mit dem entsprechenden Rhythmus, wie bei Ami Go Home, einem echten Nachkriegshit von Bush, der in verschiedenen Varianten, eine davon extrem jazzig, gespielt wurde. Hier die bekannteste Version, schwungvoll genug. Und dieser Rhythmus war es, der kurioserweise Ernst Busch Probleme bereitete, denn es passte der Parteiführung nicht. Könnte ja sein, jemand findet die Musik an sich schön schwungvoll schmissig. In der Tat, sie macht auch den Reiz aus und wenn man sie pfeift oder summt, bleibt der verdammt amerikanische Ton als einziger übrig. Aber hören wir den Text dazu. Und so rufen wir durch unser deutsches Land. Amigo, spalte für den Frieden dein Atom. Sag gut bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solange du singst, wird Deutschland sein. Go home, ami, ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag gut bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solange du singst, wird Deutschland sein. Ami, lern die Melodei von der Jungfrau Lorelei, die dort oben sitzt und kämmt ihr goldenes Haar. Wer den Kamm ihr bricht entzwei, bricht sich selbst das Knick dabei. Uralt ist das Märchen, traurig, aber wahr. Go home, Ami, Ami, go home. Lass in Ruhe den deutschen Strom. Denn für deinen Way of Life kriegst du uns ja doch nicht reif. Gruß von Lorchen, bon plaisir, der Kamm bleibt hier. Hier haben wir noch ein sehr schönes Beispiel. Und wer marschiert im Ami-Tritt ins Massengrab nachher? Oh, 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 Susanna, oh, Ami-Legionär. Wo Bomber ihren Teppich rollen, gibt's keine Liebe mehr. Oh, 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 Susanna, oh, Ami-Legionär. Wo Bomber ihren Teppich rollen, gibt's keine Liebe mehr. Und gleich noch eines hinterher. Pfeift auf den Brummen, pfeift auf deine Zwerge, fegt hier herunter von dem Petersberge. Ei darum, ei darum, ei darum, ei darum, ei weil dann kein Weg.
welchen Brand in Deutschland mehr entsteht. Ja, hei, ganz hei, welchen Brand in Deutschland mehr entsteht. Und kein Soldat hier durch die Stadt marschiert. Für USA zum Heldentum. Ein weiteres schönes Beispiel, in dem vor allem amerikanische Interessen kritisiert und die Amerikaner als quasi Eindringlinge benannt, gegen die der Bezug auf das Nationale des antimilitaristischen und friedliebenden Deutschland gestellt ward. Denn gegen den amerikanischen Aggressor konnte ja bekanntlich nur eines helfen, nämlich die Wahrung deutscher Interessen. Da ging das locker, denn die Deutschen sollten zusammenstehen, weil Deutschland wird dann erst frei und schön, wenn Ost und West zusammenstehen und Friedensfahnen wehen. Apropos Brecht, er hatte ja einen dritten Weg, Neuschöpfung der Nationalhymne im Blick, als Synthese zwischen dem BRD-Fallersleben-Text und der DDR-Becherhymne, auferstanden aus Ruinen. Die DDR-Hymne wurde aber wegen der Zeile Deutschland einig Vaterland zur einzigen Staatshymne, in dem der Text zur Musik nicht gesungen werden durfte. Brechts Worte vereinen also Einigkeit und Brecht und Freiheit. Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's. In Bezug auf Deutschland wurde es manchmal sogar fast religiös. Wir aber wussten dies, wir müssen auferstehen. Ein freies deutsches Land war unsere Sehnsucht. Diese Wiederauferstehung und Rettung konnte nur durch nationalkommunistische Kräfte erfolgen, wie das Loblied auf den ersten Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, zeigte, der doch so mit Deutschland litten und gebangt hatte. Als Deutschland lag schon im Sterben, da warst du unseres Volkes erheben. Deine Kraft gab uns allen die Kraft, und dein Leben gab Deutschland das Leben. Wir sind mit dir alt geworden, du bist mit uns jung geblieben, dein Name für immer im Herzen des Volks hat sich tief eingeschrieben. Jetzt war aber fast alles wieder gut und der deutsche Arbeitersohn stand fest an der Seite der sowjetischen Waffenbrüder. Nach dem Motto, ey, was guckst du? Lach ich oder was? Pass auf, sonst hol ich meine Brüder. Druschbar. Wem dankt all das Gute und Schöne, der deutsche Arbeitersohn? Er dankt es dem Blut der Söhne der Revolution. Ganz zuletzt aber noch ein Anti-Atom-Song, bei dem die Sorge mitspielt, aus dem deutschen Volke könnte eine schweflige Wolke werden. Man wünschte sich heute diese Gedanken und ähnliche Worte bei der heutigen Linken, wenn es zum Beispiel um die Bombe im Iran geht. Aber dazu schweigt man, weil es sich ja tendenziell um einen Bündnispartner handelt. Nicht, dass diese Taktik aus außenpolitischen Gründen neu ist, aber dass man keinen Gedanken an das eigene Volk äußert,
fällt schon auf. Soweit in diesem Sinne. Michel, pass auf! 2, 3 Atome, dann suchst du vergebens die letzten Symptome organischen Lebens. Pumps, ist ein Weltreich weg, denn kannst du erfrischt einen ziemlichen Fleck, einen weißlich-kahlen auf der Landkarte malen. Mit der Anmerkung nicht. Sollte sich chemisch ein Reichstag gebären, dann wird er chemisch aufgelöst werden. Sollst der Heimat bloß und saust in der Luft, so wär's der Heimat los. Was bleibt vom Volke? Eine schwefliche Wolke und ein unschöner Duft. So dann folgt die Saalschlacht gegen andere Sonnen. Wenn die der Tore nicht zeitig verrammeln, können Meteore als Andenken sammeln. Krach, kippen Weltall um. Ja, denn je top, stehst du zu lange rum und vertraust deinem Glückstand, drückt der Nachbar vom Fixstern zuerst auf den Knopf. Und wer zuerst auf den Knopf drückt, hat zwar noch lange nicht gewonnen, aber immerhin wird dann kaputt. Und ohne deutschen Michel gibt's keinen Weltkrieg mehr. Ja, 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 Susanna, das Leben ist nicht schwer. Wer Frieden will und Deutschland liebt, wird niemals Legionär. Die Partei, die hat immer recht. Und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, für die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus Leninschem Geist wächst von Stalin gespeist die Partei, die Partei.